Im wahren Leben sind meist diejenigen erfolgreich, die wirklich konsequent sind, die also eine Sache konsequent durchziehen. Und wenn wir das Ganze jetzt mal auf die Börse übertragen, dann lautete doch das Mantra der letzten Jahre, don't fight the Fed. Bekämpfe nicht die Fed, bekämpfe also nicht die Liquidität der Fed. Jetzt ist allerdings etwas komplett anders. Wir haben einen monetären Klimawandel, der jetzt vor allem durch die US-Notenbank Fed vorangetrieben wird. Und jetzt heißt es plötzlich nicht mehr Don't fight the Fed, denn die Fed will und muss auf die Bremse treten. Inflation ist das oberste Prinzip, um das es jetzt geht. Dementsprechend wird man die Geldpolitik signifikant und schnell straffen. Und jetzt will man von Don't fight the Fed nichts mehr wissen, wenn es mal andersrum läuft. Na, nicht sehr konsequent. Und wir hatten gestern ja die US-Inflationsdaten, die inline reinkamen. Also so wie erwartet, hat sich der Markt gesagt, super, hätte schlimmer kommen können. Erstaunlicherweise, unlogischerweise, Tech dann der stärkste Bereich, der Nasdaq, also der stärkste Bereich. Aber heute ist das wieder anders. Es ist das eingetreten, was zu vermuten war, dass dieser Move eine Fake-Bewegung war, dass diese Tech-Werte vor allem, die gestern etwas zulegen konnten, dann unter Druck kommen. Das hat sich ein bisschen angekündigt und ist dann heute auch tatsächlich eingetreten. Dabei hat es eigentlich ganz gut angefangen, aber möglicherweise stehen wir doch jetzt vor einem Risk-Off-Modus in den nächsten Tagen. Schauen wir uns mal die Dinge im Einzelnen an. Wir hatten heute die Erzeugerpreise und die waren niedriger zum Vormonat, nur plus 0,2. Aber das Problem ist und bleibt, dass eben die Kernrate höher war und damit also etwas eingetreten ist, was sich abgezeichnet hat. Wir hatten im Dezember, und da stammen die Daten aus dem Dezember, nämlich diese Erzeugerpreise, da waren die Energiepreise gefallen. Inzwischen sind die Energiepreise aber wieder sehr, sehr deutlich gestiegen. Sowohl die Benzinpreise in den USA als auch die Gaspreise, als auch eben vor allem der Ölpreis. Das gilt für die USA, das gilt für Europa. Im Dezember so ein Rücksetzer, jetzt wieder deutlich höhere Preise. Also hat man ein bisschen Party gefeiert, hat sich gesagt, ja siehst du, hätte ja schlimmer kommen können, so ein bisschen das Muster von gestern. Aber es ist dann doch bald Ernüchterung eingetreten, weil eben faktisch jetzt die Energiepreise wieder höher sind. Das heißt, dieser Effekt, der jetzt einmal die Daten ein bisschen nach unten gebracht hat, wie gesagt, nicht in der Kernrate, da waren die Daten sogar oder die Zahl sogar höher als erwartet und befürchtet. Das ist ein Effekt, der dann schließlich verpuffen wird und dementsprechend kann man sich dafür nichts kaufen. Hier sehen wir mal, dass Energie und Nahrungsmittel das waren, was zuvor eben am meisten gestiegen war. Heute, wie gesagt, die Kernrate höher, da ist ja Nahrung und Energie ausgeklammert, vor allem Energie als wichtiger Faktor. Das ist das, wie Lance Roberts hier zeigt, was zuletzt am stärksten gestiegen war. Jetzt eine kleine Pause, zumindest bei Energie, die aber nur im Dezember der Fall war. Das hat sich jetzt schon wieder gedreht. Und hier sehen wir mal diesen Energiefaktor im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ich hatte heute Morgen schon diese Grafik von Ottavio Costa gebracht, die zeigt, wie stark vor allem Erdgas und Öl jetzt gestiegen sind im Vergleich zu vor einem Jahr. Und die nächsten Inflationsdaten, die kommen, die beziehen sich dann ja wieder auf den Vorjahresmonat. Das heißt, da ist nichts mit transitory und das hat die Fed inzwischen kapiert. Und dementsprechend positioniert man sich so etwa Harker, der ist von der Philadelphia Fed, der gesagt hat, ja, März 25 Basispunkte, also Viertelprozente Zinsanhebung. Ich erwarte einen fair amount of tightening this year, also einen ziemlich großen Batzen, könnte man übersetzen, an geldpolitischer Straffung. Und die Inflation ist more persistent, ist dauerhafter und höher, als jeder sehen will. Also das ist doch eine relativ klare Äußerung, klare Ansage. Und dann hat er gesagt, we need to finish taper. Also das ist praktisch der Ablauf, den er hier gegeben hat. Die Chronologie, wie die Fed jetzt vorgehen wird, erstmal taper beenden. Wird Ende März der Fall sein. Wahrscheinlich dann im März schon die erste Zinsanhebung und danach später im Jahr 2022 oder vielleicht Anfang 2023, so sagt er, mit der Reduzierung der Bilanzsumme. Und die Fed hat das jetzt so ausführlich kommuniziert, dass alle Banken, die vorher, naja, ein bisschen weniger hawkisch waren in Sachen Fed, jetzt eben umgesteuert sind, so etwa Wells Fargo, die jetzt eben genau 4 Zinsanhebungen erwarten, die erste bereits im März.
Also das ist jetzt im Prinzip Konsens, das ist jetzt keine wirkliche Überraschung mehr. Apropos Wells Fargo, morgen beginnt ja die US-Berichtssaison mit den Banken JP Morgan, Citigroup. Wells Fargo ist dann, soweit ich weiß, nächste Woche dran. Heute dann der Auftritt von Lael Brainard von dem US-Senat. So wie Paul am Dienstag musste die Lael heute aussagen. Wichtig war das, was sie schon schriftlich gesagt hat, Inflation als oberste Priorität, die Bekämpfung der Inflation als oberste Priorität. Ansonsten war da nicht viel zu gewinnen bei dieser Anhörung, sehr höflich, hat sich immer für die Fragen der Senatoren bedankt, die teilweise kritisch waren und die teilweise, wie etwa einmal mehr von Senator Toomey, darauf hingewiesen haben, dass die Fed eigentlich in Sachen Klima, in Sachen hier solchen Dingen nichts zu suchen hat. Das ist nicht ihr Auftrag, dem kann man nur ungebremst zustimmen. Jedenfalls ist das jetzt eben völlig klar, Bekämpfung der Inflation als oberste Prämisse der Fed. Und das sollte eben für die Investoren Konsequenzen haben. Es sollte eben jetzt zu einem Umdenken führen, denn wenn nicht konsequent ist und vorher das Mantra Don't fight the Fed vertreten hat und jetzt sagt, nee, ich kämpfe dann doch gegen die Fed, der wird vielleicht ein bisschen auf die Nase fallen. Die Märkte reagieren drauf, vor allem jetzt die Immobilienmärkte. Einer der schlechtesten Sektoren in einem solchen Umfeld ist ja Real Estate, sind Immobilien, sind Utilities, wie ich heute Morgen gezeigt hatte, also Versorger, die so eine Art Staatsanleihen-Dividendenersatz sind. Und wir sehen, dass jetzt hier die Mortgage Rates deutlich nach oben gehen, 3,45%. Für eine 30-Jährige immer noch sehr günstig, also praktisch für einen 30-jährigen Kredit, den man da, Immobilienkredit, den man da aufnimmt. Aber jetzt eben der höchste Wert seit 2020, das ist ein Chart, der seinen Boden gesehen hat. Es gilt wohl ähnlich auch für Deutschland, wie ich Ihnen auch gleich zeigen werde. Jedenfalls ist das etwas, was natürlich dann auch diese Blase am US-Hausmarkt, am US-Immobilienmarkt ein bisschen anstechen wird. Und die Frage ist, sind die Aktienmärkte in einer Blase? Teilweise, manche Aktien ja, andere sind nicht in einer Blase. Aber insgesamt schauen wir uns mal den S&P 500, die sogenannte Real Earnings Yield. Also die Gewinnrendite minus Inflation ist jetzt so negativ wie never ever before. Und na klar, wir wissen, dass der Realzins auch sehr negativ ist, noch viel negativer, dass also die Realrenditen, also wenn man zum Beispiel eine 10-jährige US-Staatsanleihe kauft, natürlich auch massiv negativ ist, aber es ist eben auch so, dass wenn eine Aktie sich nicht bewegt, dann die Dividende durch, wenn überhaupt eine gezahlt wird, dann durch eben die Inflation mehr als aufgefressen wird. Daher ist das durchaus zu bedenken. Man sollte da sich genau umschauen, welche Aktien man in einem solchen Umfeld kauft. Vielleicht nicht zwingend Tech-Aktien. Wir sehen, dass der Nasdaq jetzt hier schon doch deutlich unter Druck gekommen ist. Heute vor allem unter Druck gekommen ist, zumindest jetzt, wo ich diese Aufnahme mache. Insgesamt aber, das sehen wir, dass fast die Hälfte der Nasdaq-Mitglieder oder der Aktien in diesem Index mindestens in diesem Jahr, also seit Anfang Januar, und der ist ja noch nicht allzu alt, der Januar, mindestens schon eine Korrektur von 10% hinter sich haben. Das ist mehr als in allen Indizes sonst in den USA. Nur der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, ist ähnlich schwach beim Dow Jones. Ein ganz anderes Bild. Wir sehen also diese Rotation von Growth in Value. Wir sehen also eine veränderte Struktur der Geldströme. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Gucken wir uns jetzt nochmal die Lage an saisonal gesehen. Da haben wir hier den S&P 500 in Midterm Elections. Da könnte jetzt erstmal so ein Seitwärtsgeschiebe kommen, theoretisch. Das wäre zumindest typisch für die Märkte in Midterm Election Jahren. Insgesamt sehen wir, dass trotz, naja, mancher Bedenken, wir sehen etwa Privatinvestoren in den USA nicht mehr gerade wirklich bullish. Wir sehen auf der anderen Seite, dass aber niemand danach handelt. Wir sehen also, dass die Stimmung eine andere ist als die Taten. Es ist praktisch kaum jemand short. Das sehen wir an der Short-Quote im SPY, also im maßgeblichen ETF auf den S&P 500. Jetzt die geringste Short-Quote seit fast 2 Jahren. Also das ist jetzt nicht so, dass die Welt positioniert wäre oder die Investoren positioniert wären auf einen massiven Fall etwa des S&P 500. Das Gegenteil ist der Fall. Also da ist möglicherweise was zu holen. Hier sehen wir mal den Technologieindex oder beziehungsweise den Technologiesektor im S&P 500 und wir sehen,
saisonal auch jetzt nicht die günstigste Zeit. Normal kommt bis Februar durchaus dieser Sektor unter Druck, dann gibt es einen Spike nach oben, dann kommt nochmal was nach unten und erst dann geht es nach oben. Und wenn wir uns mal die Volatilität anschauen, dann sehen wir, dass ja so ab Mitte Januar ziemlich viel Vola-Anstieg zu erwarten ist. Das geht dann bis in den März hinein oder bis ja, Anfang, Mitte März. Das zumindest das saisonale Muster. Also das würde darauf hindeuten, dass wir einen Anstieg der Volatilität sehen. Anstieg der Volatilität würde bedeuten eben auch ein Risk-Off-Modus wahrscheinlich. Und jetzt gucken wir uns mal den Anleihesektor an. Wir haben ja jetzt gesehen, dass die Rendite etwa der 10-jährigen US-Staatsanleihe so ein bisschen runtergekommen ist, mithin also die Anleihekurse etwas gestiegen sind. Lance Roberts weist darauf hin, dass jetzt hier Bonds in Relation zu Stocks, also Anleihen, US-Staatsanleihen in Relation zu Aktien, massiv underperformed haben und dass es in der Regel so ist, dass wenn eine massive Underperformance in einem Jahr der Fall ist, im anderen Jahr dann die Geschichte sich ein bisschen umkehrt. Und wir haben jetzt durchaus, wie Lance Roberts in seinen genialen Video 3 Minutes on Markets and Money gezeigt hat, wir haben jetzt ein Moneyflow-Kaufsignal bei den US-Staatsanleihen, massiv überverkauft. Wir sehen jetzt eine erste Entspannung hier in diesem Bereich und das könnte darauf hindeuten, dass wir so eine Art Flucht in die Sicherheit sehen in US-Staatsanleihen, in Anführungszeichen Sicherheit, aber es wird eben so wahrgenommen als Sicherheit. Also möglicherweise stehen wir vor einer Erholung der Anleihekurse, was die Renditen nach unten bringen würde, aber das wäre für die Aktienmärkte dann eher das Signal oder ist sozusagen ein Ausdruck von Risk-Off, also von Risiko vom Tisch nehmen angesichts der Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed. Kommen wir noch abschließend, meine Damen und Herren, zum Weltgeschehen. Wir sehen, Moskau ist nicht gerade amused über diese Bill, die US-Senatoren hier eingebracht haben. Man will Putin, will Russland sanktionieren, versichert den Europäern, ja, das für euch ist nicht schlimm, gell? Ja, schauen wir da mal. Jedenfalls wird die Stimmung immer aggressiver zwischen Russland und der NATO, vor allem den Amerikanern. Wir sehen jetzt, dass etwa die Märkte reagieren, die sogenannten Credit Default Swaps, also die Kreditausfallversicherungen auf Russland, steigen jetzt massiv im Preis. Man rechnet also damit, dass die Dinge ein bisschen schwieriger werden könnten. Jetzt hat Russland gesagt, okay, wir könnten Militär schicken nach Venezuela und Kuba, also praktisch vor die Haustür der Amerikaner. Wir erinnern uns an die Kuba-Krise in den frühen 60er Jahren, fast der Dritte Weltkrieg dadurch ausgelöst. Jetzt also die Drohung, wir schicken da praktisch Truppen vor eure Haustür. Russland sagt ja, gebt uns eine Sicherheit, dass ihr nicht in unserem Vorhof praktisch die NATO etabliert, also Ukraine in die NATO aufnimmt, etc. Man hat ja andere baltische Staaten, wo man eigentlich Russland seitens der NATO versichert hat, dass man diese Staaten nicht in die NATO aufnehmen wird, dennoch in die NATO aufgenommen. Das hat zu tiefen Verletzungen in Russland geführt. Und hier also praktisch die Weigerung des Westens, hier eine Art Sicherheitszone für Russland, einen Sicherheitspuffer zu garantieren, der die Dinge seitens Russlands jetzt so schwierig macht. Man will natürlich auch seinen Einfluss ausüben. Das hat man in Kasachstan gesehen, wo die Russen Truppen hingeschickt haben. Kasachstan ja extrem bedeutend in Sachen Rohstoffen vielerlei Art. Und jetzt eben auch sehen wir, dass der Chef der Internationalen Energieagentur auch Russland den schwarzen Peter zuschiebt, wie wir heute in einem Artikel darstellen konnten. Und wir sehen, dass die Erdgaspreise jetzt auch wieder deutlich steigen, eben aufgrund dieser politischen Verwerfungen, die wir derzeit sehen. Verwerfungen gibt es ökonomisch wegen Corona jetzt auch in China. Wir sehen, dass Volkswagen etwa zwei Werke in Tianjin schließte wegen Corona. Also Materialmangel, Lieferengpässe dürfte die logische Folge sein dessen, was jetzt in China dann wieder kommen wird. Und so dämmert langsam auch der genialen EZB in Gestalt von Señor de Guindos, der Spanier, der EZB-Vize, der hat jetzt offenkundig die erste Ahnung, dass diese Inflation not so transitory ist. Also man wundert sich über die Genialität solcher Gestalten. Kaum wartest du 5 Jahre schon, erkennen sie teilweise die Realität an. Das ist eine kognitive Meisterleistung sondergleichen, vor der ich nur den Hut ziehen kann. Und jetzt sehen wir, ich hatte es vorhin angedeutet, wir haben hier auch in Deutschland jetzt plötzlich
Nicht nur, dass etwa der Bund, also die Rendite für die 10-jährige deutsche Staatsanleihe, dabei ist, positiv zu werden seit fast 3 Jahren, sondern jetzt gibt es auch durch die BaFin neue Anordnungen, dass die Banken mehr Kapital rückstellen müssen für Immobilienkredite, was Immobilienkredite, die ohnehin jetzt schon teurer werden durch die anziehenden Renditen, wohl verteuern wird und die ganze Geschichte schwieriger machen wird. Jetzt sagen viele aus dem Immobiliensektor, Mensch, wir brauchen doch Neubau, wir brauchen eben all diese Geschichten. Also da ist ein gewisser Interessenskonflikt natürlich vorhanden. Auf der einen Seite das Bedürfnis nach Sicherheit, dass man jetzt eben aufpasst. Auf der anderen Seite eben dieser Bedarf an Wohnungen, an Wohnraum insgesamt, an Neubauten. Die Leute wollen ja flüchten ins Betongold. Und diesen Artikel, der hochspannend ist, den werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Und wünsche jetzt Ihnen das Allerbeste, einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns hoffentlich morgen in alter Frische. Ich sag's Servus und Ciao.